Sie legt mich in Anche, sie fesselt mich mit ihrer Art. Sie legt mich in Anche, wenn sie kennt. Aus dem Auto von der Magnum.
Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Piet. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Herr Clancy, mach davon eine Einstellung. Gib einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Baker. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl... Das wäre ein toller Hintergrund. André, was meinst du? André? André! André! Clancy, weißt du, wo André hin ist? Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy... Du bleibst bei mir. Was war das denn? Hast du es gehört? André! Wo zum Teufel ist der? André, wo bist du, Mann? Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Was siehst du? Was ist? Mann!
Verdammt! Mia? Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Bist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen, jetzt! Führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Lass mir erzählen, was hier los ist. Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Mia, wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Dort ist es. Hier ist es. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist.
gibt noch eine Tür hier, ich bin mir sicher. Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Warte! Bist du mir? Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt.
okay. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Hättest du nicht tun dürfen! Das Bad verdammt will! Okay, gut. Schon. Stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen.
bin ich. Was zur Hölle? Aufgemacht, Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Er kennt gut nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reißt. Lukas! Verdammt, Alter, war nicht schon wieder! Geh mir aus dem Weg, Margaret. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Komm schon. Er ist es nicht, Jack. Halt verdammte Maul, Margaret. Ich hab das für ihn gemacht. Raus hier, verdammt. Du bist ein Mistkerl. Ich kann es nicht glauben, Mistkerl. Er ist es nicht. Das soll ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Komm schon. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Ethan!
Wo zum Teufel glaubst du, dass du hingehst, Junge? Oh, weißt du was? Scheiß drauf! So, ich stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verliere nicht. Er ist wichtig. Reizendes Mädchen. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das klingt schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht.
Los, jetzt. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? Wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey! Das Tor auf! Stopp. Das Tor aufmachen! Das Tor aufmachen! Stopp! Junge, schau, was du angestellt hast! Scheißkerl! Thank you.
Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Mein Daddy ist dir schwer gemacht. Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder.
weiß, wie in der Eiszeit. Ich hab geträumt, wir werden reich sein.